Das ist Miriam. Sie liest für ihr Leben gern. Aus diesem Grund entscheidet sie sich für eine Lehre als Buchhändlerin. Weil Miriam eine sehr gute Schülerin ist, bereitet sie sich neben ihrer Ausbildung auf die Berufsmaturität vor. Neben dem Berufskundeunterricht und der Praxis besucht sie somit noch einen weiteren Tag den Unterricht an der Berufsmaturitätsschule. Nach 3 Jahren schließt Miriam ihre Ausbildung mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis EFZ und der Berufsmaturität ab. Eigentlich könnte Miriam nun an einer Fachhochschule studieren. Aber anlässlich einer Beratungssitzung im BITS wurde ihr klar, dass sie etwas anderes will. Rechtswissenschaften an der Uni studieren. Um an der Uni studieren zu können, muss sie ein weiteres Vorbereitungsjahr absolvieren, die sogenannte Passerelle. Miriam besucht die Schule und bereitet sich auf die Prüfung vor, die ihr den Zugang zu den Studiengängen der Universität ermöglicht. Nach einem Jahr besteht Miriam diese Prüfung und kann nun ihr Studium beginnen. Das logische Denken und Argumentieren sowie die Arbeit mit der Sprache gefallen ihr sehr. Nach 3 Jahren besteht Miriam die Bachelorprüfungen. Nach 2 weiteren Jahren Studium ist es soweit. Miriam erhält den Master of Law. Mit diesem Diplom kann sie als Juristin arbeiten. Inzwischen weiß Miriam, dass sie als Anwältin arbeiten möchte. Dafür muss sie eine weitere Prüfung bestehen, aber auch praktische Erfahrung, zum Beispiel an einem Gericht, nachweisen. Nach über 1 Jahr Praktikum und intensivem Lernen auf die Anwaltsprüfung erhält sie nach bestandener Prüfung das Anwaltspatent. Nun kann sie als Anwältin zu arbeiten beginnen und wird nach einigen Jahren Partnerin in einer Anwaltskanzlei. Miriam darf auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Der Umgang mit Sprache war dabei ein zentrales Element. Zuerst als Buchhändlerin und heute als Anwältin.